Und damit herzlich willkommen zurück zu Foxington und ja, wie man ein kleines Fuchsherz noch weiter quälen kann. Wir gehen in den nächsten Level. Schafft das mal. Wir sind in den Zusatzleveln und ja, ich glaube nicht, dass alle vier, also immer vier Level, aber wir bleiben bei ungefähr 20 Minuten jetzt, denke ich mal. Naja, Chip sagt, pass auf, wo du hintrittst. Schnelle Beinarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei dieser Übung hier wirst du so richtig ins Schwitzen kommen. Extrem-Cardio-Training mal so richtig extrem. Los, weiter, noch ein paar Wiederholungen. Bist du bereit? Dann los. Okay. Hauptsache nicht mehr auf Zeit. Das mit dem Geist gerade, also der letzte gerade, also für mich ist das gerade, ich habe doch keine Pause gemacht, weil ich Bock habe. Aber, ich weiß nicht, ob ich... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich da drauf landen muss. Es scheint mir arg knapp zu sein, die Landefläche. Ich hatte recht. Oh, ich bleibe einfach mal dabei. Ich finde es immer noch gut. Naja. So. Auf jeden Fall, schön, dass ihr da seid wieder. Mal gucken, wie weit wir das so treiben. Aber irgendwie, ich möchte meine 100% haben. Und da würde mich niemand von abhalten können. Außer vielleicht Gott und die Zeit. Aber ich glaube, solange ich das Controller-Pad noch in der Hand halten kann, werde ich es versuchen, dass wir hier mit 100% rausgehen. Ja. Meine 100%. 100. Oh, warte. Wieso hört man im Hintergrund eigentlich eine Uhr ticken? Nur mal so, als ich frag den Freund. Getöse. Boah, ist alles knapper, als man will. Ich meine, wir könnten... Wow. Das war mehr Level als erwartet. Man könnte eine ganze Menge mehr Münzen hier mitnehmen, als ich es tue. Aber... Wow, das war cool. Okay, das könnte man tatsächlich auch ohne Brücke machen. Voll geil. Oh. Ah nein. Ich habe die beiden Diamanten nicht mitgenommen. Schade. Hat irgendjemand zufällig einen Hotdog bisher gesehen? Das müssen wir gleich nochmal. Ich nehme mich bisher noch nicht. Deswegen. Ich habe auch noch keinen Hotdog-Pfad gesehen. Aber wir schauen einfach mal. Wird sich bestimmt zeigen. Aua. So. Okay. Ich habe keinen Hotdog bisher gefunden. Okay, dann müssen wir den, glaube ich, wiederholen. So, und ich glaube auch, dass wir ja, für jeden Level halt alle, wenn wir da alle Diamanten finden, quasi jedes Mal noch ein Achievement kriegen. Das ist jetzt nicht so meine Dingenskirchen. Meine Ambition, ne? Aber, aua, mein Hotdog. Ich will mal Hotdog. Gib mir da Hotdog. Ja, ich kenne den. Ich guck mal, ob ich den schon sehe. Sehe gar nicht. Ja, ja, das kennen wir schon. Ja, vielleicht habe ich mir ein bisschen zu viel Hektik gegönnt. Kann auch sein. Also bisher war der Level, also der Level war ja relativ simpel, will ich nicht sagen, weil weiß ich nicht. Man muss ja die Level nicht immer beleidigen. Aber
Er war halt nicht so fordernd wie andere Level. Das kann man auf jeden Fall sagen. Zum Beispiel dieser Geist-Level gerade. Also, gerade. Ich sag immer wieder gerade. Das liegt halt daran, dass ich jetzt wirklich vielleicht ein bisschen zu lange am Stück aufnehme, aber ich habe halt so einen Spaß an dem Spiel. Das ist total dumm. Oder was heißt dumm? Nicht. Auf keinen Fall dumm. Spaß ist niemals dumm. Tot. So, ja, ich entschuldige mich für diesen Lapsus. Nee, tue ich nicht. Der Lapsus ist halt da, um gemacht zu werden. Und Lapsus ist auch kein Fischgericht, das heißt Lapskaus, nur so. Da ist noch ein Diamant zu sehen. Er hat sich da schämisch versteckt. Diese ganze Welt ist einfach so fällig. Wow. Der war besser versteckt, als ich dachte. Oh, da ist ein Diamant. Okay, der wird gerade angehoben. Sehr gut. Dann hatte ich ihn vielleicht doch beim letzten Mal. So. Ich hab halt hier nirgendwo. Nein. Ich hab halt nirgendwo einen Hotdog gesehen, das ist das. Und auch leider keinen Pfad für einen Hotdog. Oder seht ihr hier irgendwo noch eine Abzweige? Nee, ne? Da ist der Hotdog. Hä? Jetzt mal ernsthaft, nur mal so. Wie habe ich den nicht sehen können gerade beim ersten Mal? Und natürlich das Leben muss ich mitnehmen. Bin da leider vertraglich zu verpflichtet. Das ist Gameplay, das begeistert. Hui, der hat doch wunderbar. Voll schön. Oh, warte. Ich bräuchte vielleicht die Hilfe einiger Plattformen. Ich glaube, beim Hotdog muss ich tatsächlich abschließen. Ah, nein. Das wäre ein Shortcut gewesen, wenn ich da drauf gelandet wäre. Oh, warte. Nein, jetzt habe ich die letzten beiden. Nein. Scheiß drauf. Ich will jetzt einfach. Ich wollte eigentlich nur den Hotdog haben. Das mit den ganzen Diamanten, ja. Wäre schön gewesen, aber ist mir jetzt ist mir das dann zu viel Aufwand dafür nochmal das. Muss ich gestehen. Da bin ich dann raus. So, haben wir den auch geschafft. Obwohl, ja, man muss halt sagen, jetzt, ne? Ein Level gewesen, wo sind einfach voll. Die dauern. Ich finde es schön, das dauert halt ein bisschen. Die sind halt nicht so schnell vorbei wie manch andere Level. Und die sind tatsächlich für meine Fähigkeiten sehr anspruchsvoll. warte mal, Bock. Grabierst du das? Oh ja, grabierst du das? Oh, ein Rennen. Ja. Hier ist natürlich witzig, dann erstes den Hotdog zu finden. Nein! Oh, da hätte ich mal gegenschlagen sollen. Ne, hätte ich nicht. Au. Hallo. Hä?
So, wunderbar. Hätte ich, glaube ich, erstmal nicht gegenschlagen. Nein! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin gleich tot. Boah, ich bin so angespannt gerade. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Also der Level ist knackig. Nein! Nein! Okay. Ja, der Kommentar verzögert sich um ein paar Stunden. Also das ist nicht einfach. Mann! So. So, und jetzt kommen wir weiter. Meine Güte, ist das. Das ist ein bisschen hin und her. Zumindest haben wir den Hotdog gefunden. Und einen Diamanten. Und eine ganze Menge Currency, sag ich mal. Pfumm. Oh, huf, ha, hi, oh. Der war intensiv, der Level, auf jeden Fall. Aber schön, also irgendwie, also ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus aus diesem Spiel. Also bei diesem Spiel ist total bescheuert. Stufe für Stufe. Giovanni hat in jeder Welt neue Klamotten, damit du dein Aussehen machst. Jetzt weiß ich, was du denkst. Leitern, wie langweilig, habe ich recht. Es ist aber an der Zeit, dich ein wenig mehr zu fordern. Also habe ich hier besondere Mühe gegeben. Fehler! Ich habe eine ganze Reihe Monster, tödliche Stacheln und einen bodenlosen Abgrund hinzugefügt, aus dem kein Code jemals zurückkehren kann. Tut mir leid, kleiner Kurzschuss, wie peinlich. los geht's. Okay. Ah ja, 2D. So. Steps and Ladders. Ich habe gar nicht gesehen, dass da unten der Boden aus Stacheln da steht. War vielleicht gut, dass ich das nicht gesehen habe. Okay. Hier oben, das bringt mir nichts. Ich bin ja immer nach der Suche nach dem goldenen Hotdog. So. Einmal das. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ah, da unten ist das auch. Alles klar. Es ist eigentlich eine kleine semantische Frage, ist das das Hotdog oder der Hotdog für euch? Ich meine, ist ja völlig egal, aber für mich ist es das Hotdog. Es sei denn, ich sag der Hotdog, dann ist es für mich der Hotdog, weil ich das völlig, da bin ich völlig frei, was das angeht. Au. Achso, da ist eine Leiter. Und ja, das hätte ich allgemein ein bisschen eleganter lösen können. Schnell, 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 schnell. Bevor ich dieses Ding ans Gesicht bekomme. So, ich habe erschreckend wenig HP, muss ich gestehen. Da würde ich gerne etwas gegen tun. Habe ich. Wunderbar, habe da was gegen unternommen. Wunderbar.
Oh, okay. Ich habe gerade irgendwie vergessen, dass jetzt zwischendurch schon mal ein Ding ist. Ja, es ist Abspeicherpunkt. Das wird zu eng, das wird zu eng, das wird zu eng. Au. Ich habe wieder so wenig HP. Okay, das war nicht so, wie ich wollte, aber... Aua! Ich sollte echt aufhören, mir ständig den Kopf an diesen Stacheln zu stoßen. Sprach er und stößt sich den Arsch an diesen Stacheln. Ah, ich war gerade von diesem... Was war das? Dieser silberne... Gott. Da war ich ein bisschen abgelenkt worden von. Würde ich mal gestehen. Gestehen. So. Okay. Bestimmt kein Bug oder so. Weil da dieser schöne Vogel, der die ganze Zeit da schon vorbeifliegt anscheinend, den ich die ganze Zeit noch nicht gesehen hatte, der macht einen ja völlig fertig. Was macht er denn da? Warum gibt es den? Was soll der? Oh, das war knapp. Egal, wir haben es geschafft. Nice. Bam. Wunderbar. Wunderschön. So, haben wir schon 6 von 16. Also, ja, ist ja... Wie gesagt, oh, schließe alle Chip-Level ab, habe ich jetzt. Ah, okay. Chip freut sich. Okay, das Saxophon hat mich jetzt überrascht. Neue Kostüme, neue Kostüme. Keine Angst, es sind nur neue Kostüme. Wo waren die denn? Die waren hier oben. Einmal. Oh, hi, was hast du denn so? Sobald du ein Bester-Siegen hast, steht es dir frei, alle Welten im Buch der Zeitalter nach Berlin zu erkunden. Sofern es deine Schwester dir erlaubt. Okay. Achtung, Spoiler-Alert habe ich jetzt schon. Ich kann nämlich, wenn ich hier, pass mal auf, ich habe das Buch, wenn ich auf Weltauswahl klicke, kann ich einfach irgendeins davon auswählen. Oder so. Ja, falls ihr euch gedacht hättet, dass ich das noch nicht... Natürlich darf ich das. So was von. Oh, 7 von 16 haben wir schon gemacht, nicht 6 von 16. Und... Hey Lucky, ich habe ein paar neue Kostüme für dich. Yo Lucky, viel Glück bei deinen Wächterprüfungen. Und wo wir schon dabei sind, warum gönnst du dir nicht zu diesem Anlass ein neues Outfit? Gerne. Ja. Einfach nur ja. Oh ja, bitte sehr. Oh, das hätte ich für das ganze Spiel haben wollen. Richtig lecker Spandex und Fokuhila. Nice. Die 70er haben angerufen, sie möchten ihren Herrenausstatter zurück. Ist mir egal. Auch dieser Witz ist sponsert bei 70er. Wir gehen. Was ist das? Wo soll man hin? Ich sehe da unten so ein verschämtes. Ich gehe mal hier lang. Moin. Ich habe gehört, dass du Restful Retreat einen Besuch abgestattet hast. Nun, als es noch die Schulterwurfschlucht war, lebte der Penultimate Warrior auch dort. Damals sind wir barfuß durch die heißen Quellen gelaufen, um zur Wrestling-Schule zu gelangen. Später sind irgendwie alle zu Weichlingen geworden. Hier wird es keine Gewürzduseleien und Selbsthilfegruppen geben. Mach dich bereit für eine Reise nach Schmerzensdorf, Bruder. Einwohner? Du. Okay. Ich freue mich. Ich hoffe nur, dass es da ausreichend Hotbox für uns gibt.
So, Schmägelfahrt, hier. Okay, danke. Schlängelspaß. Die neuen. Obwohl, ich sehe gerade, wir sind bei 20 Minuten. Wir könnten ja eigentlich... Ja, komm, wir machen den Kampf noch. Schlängelspaß. Foxington. Da ist der Pen Ultimate Warrior. Wie die Leute da hingekommen sind, fragt euch nicht. Ich glaube, barfuß. Willkommen zum Battle Royale mit extra Käse. Chip hat ein paar robotische Greatest Hits aus dem Buch der Zeitalter zusammengestellt, um deine kämpferischen Fähigkeiten zu testen. Finde einen Weg, um sie zu besiegen und vielleicht, nur vielleicht, kannst du dann ein echter Wächter werden. Bereite dich auf 4 Runden im quadratischen Ring vor, Bruder. Okay. Voll. So, der erste Kampf und wir haben sofort erstmal 2 AP verloren. Ah. Okay. Sag mal, wenn sie nicht da ein paar zu viele sind, Jung. Autsch. Naja, ich glaube, wir kämpfen in der nächsten Folge mal weiter. Oder? Was meinst du? Also, bis dahin. Danke. Bis zum nächsten Mal.